1969 hatte man in der Kongresspartei, der Regierungspartei, bereits Stellung bezogen. Auf der einen Seite stand Indira Gandhi, die damalige belagerte Regierungschefin, die einen unnachgiebigen Kampf um ihr politisches Überleben führte, unterstützt von den jungen Draufgängern und Radikalen ihrer Partei. Auf der anderen Seite stand die alte Garde, in ihrem Kabinett vertreten durch den stellvertretenden Premierminister und Finanzminister Morarji Desai. Obwohl es ganz offensichtlich um die Kontrolle der Kongresspartei ging, wurden von beiden Seiten hohe moralische Prinzipien als Gründe angegeben. Frau Gandhi und ihre Getreuen erinnerten den Kongress ständig an das von der Kongresspartei noch nicht erfüllte Versprechen vom Sozialismus. Und zu den vielen radikalen Maßnahmen, die man versprochen hatte, aber nicht verwirklicht wurden, gehörte auch die Verstaatlichung der Banken. Einige von uns, die in der Kongresspartei waren, alle ziemlich junge Leute, glaubten, dass sich die Geldmittel der Gesellschaft in den Händen der Bankinstitute befanden. Wir waren der festen Meinung, dass die sich in den Privatbanken befindlichen Mittel das Eigentum der ganzen Nation und ihrer Menschen waren und auch zum Nutzen aller Gesellschaftsschichten verwendet werden sollte. Auf der Tagung des Kongressvorstandes 1969 in Bangalore vollzog sich die endgültige Aufspaltung der Partei in zwei Fraktionen. Der Partei gelang es zwar, die Ratifizierung des Beschlusses über die Verstaatlichung der Bank zu verabschieden, die aber vom Finanzminister Morarji Desai mit dem Argument zurückgewiesen wurde, dass dieser Standpunkt nicht akzeptabel wäre. Am 16. Juli 1969 nahm Indira Gandhi Morarji Desai das Amt des Finanzministers weg, der prompt seinen Kabinettsrücktritt einreichte. Um die volle Verantwortung für die Verwirklichung dieses Schrittes zu tragen, übernahm Frau Indira Gandhi das Amt des Finanzministers. Später wurden mittels einer Verordnung des Präsidenten vom 19. Juli 14 größere Banken verstaatlicht. Dieser Schritt, sagte die Premierministerin, würde helfen, das Tempo der wirtschaftlichen Entwicklung zu beschleunigen. Im November war die Aufspaltung der Kongresspartei endgültig. Im Februar 1970 erklärte der oberste Gerichtshof die Verstaatlichung der Banken als verfassungswidrig. Indira Gandhi aber ließ sie erneut durch eine Verordnung des Präsidenten verstaatlichen. Man war der Ansicht, dass die privat verwalteten und sich in die Privatbesitz befindlichen Banken nicht genug taten, um der Landwirtschaft, kleinere Industrie, Einzelhändler und andere wichtigen bis dahin aber ignorierten Wirtschaftssektoren zu helfen. Das war der Hauptgrund, der uns dazu bewegte, die wichtigsten Banken des Landes zu verstaatlichen. Bis zum heutigen Tage sind viele Ökonomen der Meinung, dass die Verstaatlichung der Banken hätte vermieden werden können. Der Grund, weshalb meiner Meinung nach die Verstaatlichung der Banken nicht nur hätte vermieden werden können, sondern auch sollen, ist die Tatsache, dass sie im Besitz des Staates in immer stärkerem Maße auch von der Regierung kontrolliert und beeinflusst würden und dass nicht nur sogenannten Prioritätensektoren geholfen würde, sondern insbesondere auch Einzelpersonen, die in der Gunst der Politiker standen und später der Bürokratie. Kritiker behaupten, dass diesem ökonomischen Schritt politische Zwänge zugrunde lagen und weisen auf seine große Bedeutung hin. Mit ihm wurde der Samen des Populismus gelegt, der in den nächsten zwei Jahrzehnten die ökonomische Tagesordnung des Landes bestimmen würde. Als Indira Gandhi den Präsidenten bat, am 27. Dezember 1970 das Parlament aufzulösen und Neuwahlen anzuordnen, hatte sie gerade die Privilegien der ehemaligen Maharajas abschaffen lassen. Ihre Losung für ihren Wahlkampf sollte von nun an Garibi Atau, Schluss mit der Armut sein. In diesem knappen und bündigen Aufruf verbarg sich die Rechtfertigung für die zukünftige Wirtschaftspolitik des Landes. Nachdem große Teile der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze lebten, deren Hauptsorge Nahrung, Kleidung und Unterkunft waren, konnte die politische Führung es sich einfach nicht länger leisten, diese Fragen zu ignorieren. Es waren hauptsächlich diese Probleme, an die die Architekten des unabhängigen Indiens dachten, als sie die Wirtschaftspolitik dieses Staates formulierten. Es musste sofort gegen Armut und Rückständigkeit zu Felde gezogen werden. Der Planung der Wirtschaft musste aus dieser Sicht her größte Dringlichkeit eingeräumt werden. Zu Hause selbst hatte eine 200 Jahre lange Kolonialherrschaft zur Verkümmerung der Landwirtschaft geführt. Es existierte keine nennenswerte Infrastruktur, die zu einer Industrialisierung des Landes hätte verwendet werden können.
Für Nehru gab es nichts Dringlicheres als Investitionen in die Schwerindustrie. Eine schnelle Industrialisierung war Voraussetzung für die Lösung der Probleme eines unterentwickelten Landes. Überall in Indien, ganz gleich, ob man in die hohen Berge im Norden geht, in den Himalaya oder in den Süden, werden Sie feststellen, dass großartige Arbeit geleistet wird, Staudämme und viele andere Projekte Gestalt annehmen. Und deshalb ist diese Grundsteinlegung hier für den Nagarjuna Sagar für mich eine heilige Handlung. Für mich war es die Gründung eines Tempels, ein Symbol für die neuen Tempel, die wir überall in Indien bauen. A symbol of the new temples that we are building all over India. Am Ufer der Ganga, des heiligsten aller heiligen Flüsse, steht die imposante Industrieanlage des Unternehmens Bharat Heavy Electrical Limited, kurz BHEL, Symbol dessen, was Jawaharlal Nehru einst als Tempel des modernen Indiens bezeichnete. Hier in der Pilgerstadt Haridwar gäbe es wahrscheinlich keinen treffenderen Vergleich, denn vom großen Gelände der BHEL-Werke sind Indiens traditionelle Tempel zu sehen. Schwerpunkt des zweiten 5-Jahr-Plans war der Aufbau einer Schwerindustrie. Die Begründung war einfach. Investitionen im öffentlichen Sektor waren unbedingt notwendig, insbesondere in der Schwerindustrie, wenn das Land auch ökonomisch unabhängig sein sollte. Pandit Nehru entschied sich nicht aus freiem Willen für den öffentlichen Sektor, sondern weil niemand bereit war, in diese Industrien zu investieren. Und Pandit Nehru gesagt haben soll, dass ein Land von Indiens Größe sich nicht von Quellen von außerhalb für grundlegende Kapitalgüter abhängig sein darf. Dieser Zeitraum erlebte die Fertigstellung von Großprojekten, wie auch die Grundsteinlegung für massive staatliche Beteiligung in den Kernsektoren. Es kam zu der euphorischen Annahme, dass die Betriebe des öffentlichen Sektors von nun an die indische Wirtschaft in neue Höhen führen würden. Die erste Bauphase wurde im Februar 1959 vollendet, wann Bundespräsident Rajendra Prasad die Produktion von Eisen inauguriert hatte. Es war nicht lang, bevor die anderen Teile der Industrie komplett gebaut waren. Mit den Jahren aber begann sich Enttäuschung zu verbreiten über die Unproduktivität und Verschwendung in diesen Betrieben. Die Regierung erhält heutzutage 2,4% aus Dividende und Zinsen von fast 2.100 Rupien, die die Zentralregierung in den öffentlichen Sektor investiert hat. Wobei die durchschnittliche Zinsrate für Kredite, die der Staat aufnimmt, bei 9,5% liegt. Nachdem heute die staatliche Zinsrate bei kaum rentablen 13% liegt, sind Einnahmen in Höhe von 2,4 bis 2,4% in der Tat lächerlich. Und so kann es nicht eindeutig nicht weitergehen. Es gibt aber auch viele, die sich anerkennend über die Rolle des öffentlichen Sektors äußern, die er bei der Entwicklung der indischen Wirtschaft in den letzten 50 Jahren spielte. Panditjis Traum war, den öffentlichen Sektor für Indiens Entwicklung zu einem Trendsetter zu machen, weil er über den öffentlichen Sektor seinen Traum von der Sozialisation der Profite verwirklichen wollte. Eine Sozialisation der Profite bedeutet, zwei Fliegen mit einem Schlag zu erwischen. Profite sind die größte Quelle für die weiteren Investitionen. Durch die Sozialisation der Profite könnte helfen, die Investitionsrate und die Akkumulation von Kapital zu steigern. Profite sind aber auch ein Mittel der Einkommensverteilung. Eine Sozialisation könnte helfen, gesellschaftliche Unterschiede und Unterschiede in Besitzverhältnissen auszugleichen. Davon träumte er. Trotz dieses überzeugenden Arguments beharren Kritiker des öffentlichen Sektors auf ihren Standpunkt, dass die sozialistischen Ideen, die diesen Projekten zugrunde lagen, ernsthafte Konsequenzen für die Produktivität hatten. Zu einer monopolistischen Einstellung und einer Verkümmerung der Privatwirtschaft führten. Bei Debatten über Indiens Wirtschaftsplanung darf man nicht die uns von Gandhi hinterlassene Philosophie ignorieren. Gandhis schlimmster Albtraum war der von einer von Maschinen beherrschten Gesellschaft, die Indiens Dörfer leeren würde. Gandhi wünschte sich ein Gleichgewicht zwischen Fortschritt und einer geistlosen Konsumgesellschaft. Er setzte sich auch leidenschaftlich für die Selbstständigkeit der Dörfer ein, für die Cottage- bzw. Heimindustrie und das Genossenschaftssystem. Das Charka, Spinnrad, was für Mohandas Karamchand Gandhi ein Symbol, das eine durchschlagende Wirkung hatte, eine Waffe aus seinem politischen Arsenal,
Bereits 1920, als er zum Boykott ausländischer Waren und Stoffe aufrief, bat er die Inder, das Charka anstatt von Textilmaschinen zu verwenden, ihr eigenes Garn zu spinnen und ihre eigenen Stoffe zu weben. Und so wurde Khadi unweigerlich zur Kleidung der Unabhängigkeitskämpfer. Gandhis Vision lebt heute in jenen Khadi-Geschäften und Genossenschaften weiter. Es begann alles als eine bescheidene Genossenschaft der Milchproduzenten, die täglich 200 Liter Milch einsammelte. Die Reaktion der Einheimischen auf die Herausforderungen und das Monopol des mächtigen Pawson Limited Unternehmens. In den letzten 50 Jahren wurde aus dieser bescheidenen Genossenschaft in Anand in Gujarat ein erfolgreiches Großunternehmen, das täglich über 1 Million Liter Milch einsammelt und Butter und andere verwandte Produkte unter der Marke Amul produziert. Amuls Beispiel wurde mehr oder weniger erfolgreich in vielen Landesteilen kopiert und ist durchaus ein ökonomisches Modell, das Gandhis Vorstellungen mit denen von einer modernen Wirtschaft in sich vereint. Worüber wir hier sprechen ist, sind die Bemühungen um eine Entwicklung im weiteren Sinne, und zwar die Weiterentwicklung des Menschen. Die Steigerung der Milchproduktion und das Züchten von Milchkühen ist dabei nicht so wichtig wie die Entwicklung, die Entfaltung des Menschen. Und wenn Sie um die Weiterentwicklung der Menschheit bemüht sind, dann müssen Sie ihn auch in diesen Prozess mit einbeziehen. Sie müssen Strukturen schaffen, die er kontrolliert und ihm Verantwortung betragen, damit er lernt, verantwortungsbewusst zu handeln. Nehru hatte zwar großen Respekt für Mahatma Gandhis Ansichten, war aber ein Mensch in Eile, der überzeugt war, dass sich die Industrialisierung seines Landes nur mittels Wissenschaft und Technik vorantreiben ließe. Er glaubte, dass Planwirtschaft entscheidend für den Aufbau eines neuen Indiens wäre. Der erste 5-Jahr-Plan, der im Dezember 1952 von der indischen Regierung verabschiedet wurde, betont die Rolle des Staates als wichtigsten Herbeiführer von Veränderungen. Schwerpunkt dieses Plans war der Landwirtschaftssektor, insbesondere die Nahrungsmittelproduktion. Ein Agrarstaat wie Indien konnte es sich nicht leisten, seine Agrarwirtschaft zu ignorieren. Immerhin setzte sich Indien aus über 600.000 Dörfern zusammen, wobei die Besitzverhältnisse in den ländlichen Regionen die Verteilung des wirtschaftlichen Wohlstandes beeinflussten. Für Nehru und seine Kollegen waren Landreformen ein wichtiger Baustein bei der Gestaltung des modernen Indiens. Nur durch sie konnte soziale Gerechtigkeit und eine gleichmäßige Verteilung der Reichtümer dieses Landes gesichert werden. Bereits vor der Unabhängigkeit gehörten Landreformen zur Kongressagenda. Man hatte erklärt, dass der Grund und Boden denen zu gehören hatte, die ihn bebauten, dass Landarbeiter und Landschulden abgeschrieben werden müssen und staatliche Kreditinstitute die hartherzigen Geldverleiher ersetzen müssten. Ziel war, Großgrundbesitz und halbfeudale Zustände ein für allemal abzuschaffen. Die Wirklichkeit aber sah es anders aus. In den meisten Fällen war ein solcher Schritt nur schwer durchzusetzen, weil die Reichen vom Land den Ton angaben und sich den Veränderungen hartnäckig widersetzten. Es gab zwar offiziell keinen Zamindari mehr, kam aber nie zu radikalen Landwirtschaftsreformen, die so dringend nötig gewesen waren. Als Indira Gandhi am 25. Januar 1966 als Premierministerin vereidigt wurde, war das Land nach wie vor von landwirtschaftlichen Importen abhängig, um seine hungrigen Millionen ernähren zu können. Es wurde von einer lang anhaltenden Dürre heimgesucht und in vielen Teilen drohte eine Hungersnot auszubrechen. Indien hatte sich gerade erst von dem verheerenden Kriege von 1962 erholt, als 1965 ein neuer Krieg zwischen Indien und Pakistan ausbrach. Ende 1966 sorgten Nahrungsmittelunruhen und in die Höhe schießende Preise in mehreren Landesteilen für große Spannungen. Mrs. Gandhi wusste, dass das Land so schnell wie möglich in die Lage versetzt werden musste, seinen Nahrungsmittelbedarf selbst zu decken, wenn es seine vielen Millionen ernähren wollte. Man beschloss, die Bauern dazu zu bewegen, neues Saatgut zu verwenden. Seit 1968 etwa konzentrierten wir uns auf die Erzielung größerer Ernterträge pro Hektar oder Region. Und das konnte durch ertragreichere Saatgut für Weizen, Reis, Java, Hirse und Mais erreicht werden, das auf künstlich bewässerten Feldern mit einem höheren Fruchtbarkeitsrate gezogen wurde. Diese ertragreichen Sorten zusammen mit einer guten Bewässerung sorgten für eine bemerkenswerte Steigerung der Ernterträge, was wir grüne Revolutionen zu nennen begannen. Dr. M.S. Swaminathan war eine der treibenden Kräfte der grünen Revolution, der sich noch gut an jene aufregenden Tage erinnert,
die in großem Masse das Gesicht des ländlichen Indiens veränderte. Ein Bauer, ein armer Bauer, beginnt 5 Tonnen Weizen auf dem gleichen Boden zu produzieren, der zuvor nur 1 Tonne abwarf. Dann verbreitet sich diese Neuigkeit zusammen mit der neuen Technologie wie ein Lauffeuer. Aus allen staatlichen Programmen wurde echte Massenbewegungen, was eine große Leistung war, weil die grüne Revolution sich nie durch irgendwelche Regierungsprogramme hätte verwirklichen lassen. Es musste einfach geschehen. Die Regierung war der Auslöser, der Katalysator und die Bauern diejenigen, die daraus Massenbewegungen machten. Der Beamte des meteorologischen Dienstes wird jedes Jahr ein paar Wochen lang zu einem der begehrtesten Propheten des Landes, dessen Aufgabe es ist, die Ankunft des Monsuns vorauszusagen. Von diesen Verandas aus beobachtet und untersucht er die Wolkengebilde, die eines der sensationellsten Naturereignisse des Landes ankündigen. Dunkle, bedrohliche Wolken, die sintflutartige Regengüsse mit sich bringen. Erleichterung versprechen nach der drückenden Sommerhitze und den Menschen vom Land Wohlstand. Der Monsun ist eng verbunden mit dem Schicksal der Landwirtschaft, von dem wiederum das ökonomische Wohlergehen der Nation abhängt. Ein Ausbleiben des Monsuns war in der Vergangenheit verantwortlich für Dürren, Hungersnöte und Verzweiflung. Im Laufe der letzten 50 Jahre aber begann sich das Gesicht des ländlichen Indien zu ändern, wie auch die Abhängigkeit vom Monsun. In den letzten Jahrzehnten wurde Indien im Großen und Ganzen immer unabhängiger vom Monsun. Im Bereich der Bewässerungsmethode vollzogen sich eine Reihe bemerkenswerter Veränderungen. Heute gibt es eine Vielzahl von Pumpanlagen. Grundwasser wird besser genutzt und es würden kleinere wie größere Dämme gebaut. Meiner Ansicht nach verringerte sich die Abhängigkeit der indischen Landwirtschaft vom Monsun betrachtlich. Hungersnöte und Nahrungsmittelknappheiten, regelmäßig auftretende Erscheinungen, sind heute zur Ausnahme geworden. Sollten sie sich trotzdem ereignen, so bekommt man sie schnell in den Griff. Das Land, das einst von Schiffsladungen mit PL-480 Getreide abhängig war, die aus den USA kamen, um seine Menschen zu ernähren, kann heute dank seiner grünen Revolution stolz auf einen Überschuss an Grundnahrungsmitteln. Das indische Wirtschaftsmodell nach Nehrus Vorstellungen war das einer gemischten Wirtschaft, wo Privatkapital Seite an Seite mit einer staatlichen Wirtschaft existiert. In Indien mangelte es sowieso noch nie an privatem Unternehmergeist. In den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts gab es bereits große Visionäre. Einer von ihnen war ein Parsi, dessen Vorväter als Verfolgte ihres Glaubens an die Küste von Gujarat kamen. Jamsetji, ein genialer Mensch, ein Genie, verstand zu jenen Zeiten bereits die Bedeutung der Industrierevolution des Westens und ihr Potenzial für sein eigenes Land. Während andere Menschen Indiens Freiheit ausschließlich aus politischer Sicht sahen, erkannte Jamsetji, dass Indiens Freiheit nicht allein mit politischen Mitteln erkämpft und erhalten werden kann. Jamsetjis Traum erfüllte sich erst nach seinem Tod. Die Stadt in Bihar, die seinem Namen trägt, legt Zeuge ab von dem außerordentlichen Weitblick dieses Unternehmers. Spätere Generationen dieser Familie mit dem Namen Tata wurden zu einem Synonym für den industriellen Fortschritt dieses Landes. Nach der Unabhängigkeit kontrollierte nur eine Handvoll von Unternehmern das Privateigentum des Landes. Privateigentum wurde mit einem gewissen Grad von Misstrauen betrachtet. Die Industriegesetze jener Tage waren grundsätzlich so entworfen, dass sich ökonomische Macht nicht in den Händen großer Industrieunternehmen allein konzentriert war. Aber die vielen Kontrollen, Genehmigungen und Lizenzen halfen nur, einen ungesunden Nexus zu schaffen zwischen Politikern, Beamten und Industriellen. 1961, eine offizielle Studie zeigt, dass weniger als 2% der Unternehmen besitzen 53% des total privaten Kapitals, während 86% der anderen besitzen 15% des Kapitals. Den meisten Beobachtern war klar, dass Mitte der 70er Jahre und Ende der 80er Jahre der Lizenzquoten-Raj, wie jene Zeit genannt wurde, zu Verzerrungen des Systems beigetragen hatte. Indiens Handel und Gewerbe ist wie Wasser. Wasser findet immer einen Weg zur Umgehung von Hindernissen. Und wenn das nicht möglich ist, verschwindet es einfach unter der Erde. Genau das gleiche geschah in Indien. Als man die staatliche Kontrollen und Betreiben und Hindernissen fand, tauchten Wirtschaft und Handel einfach unter. Es kam zur Bildung einer umfangreichen unterirdischen Wirtschaft mit einer enormen Überseeökonomie, weil niemand etwas davon wüsste. Meiner Schätzung nach befinden sich
über 100 Billionen Dollar öffentlichen Gelder im Ausland. Die Wirtschaft des Landes stagnierte und die finanzielle Krise erreichte alarmierende Ausmaße. Experten vertraten den Standpunkt, dass eine Schocktherapie nötig war, um das Land aus der Misere zu ziehen. Es waren bereits Stimmen laut geworden, die verlangten, die Wirtschaft von ihren Fesseln zu befreien. Und es an der Zeit wäre, sich dem Weltwirtschaftssystem anzupassen. November 1989. Rajiv Gandhi hatte die Wahlen verloren. Die Kongresspartei saß nun in der Opposition. Rajiv Gandhi, ehemaliger Finanzminister V.P. Singh, führte eine Koalition an, die sich aus Parteien mit gegensätzlichen Ideologien zusammensetzte. Ende 1990 beschloss die BJP-Partei, V.P. Singhs Wahlverbündete, eine durch das ganze Land führende Rathyatra vom Stapel laufen zu lassen, mit der der Bau eines Tempels auf dem Gelände der umstrittenen Babri-Moschee in Ayodhya propagiert werden sollte. Die BJP zog ihre Unterstützung der V.P. Singh-Regierung zurück, als L.K. Advani verhaftet wurde und die Rathyatra eingestellt werden musste. Die politische Ungewissheit, die diesen Ereignissen folgte, täuschte über die grimmige Realität hinweg. Ökonomen erklärten, dass in den letzten 40 Jahren eine Reihe von fragwürdigen ökonomischen Beschlüssen das Land an den Rand des Ruins gebracht hätten. Chandrasekhar, der junge Draufgänger, der Mrs. Gandhi 1969 in ihrem Kampf gegen die alte Garde vorbehaltlos zur Seite stand, hatte inzwischen V.P. Singhs Platz als Staatsoberhaupt eingenommen. Im Mai 1991 steckte das Land erneut mitten im Wahlkampf und Rajiv Gandhi fiel auf seiner Wahlkampagne in Sripuram-Badur nahe Madras dem Terroranschlag einer Selbstmörderin zum Opfer. Im Juni 1991 kam noch einmal die Kongresspartei an die Macht. Die Wirtschaft aber befand sich in einer so verzweifelten Lage, dass die Regierung unter Führung von Narasimha Rao und dem Finanzminister Dr. Manmohan Singh beschloss, in einem radikalen Schritt mit der Vergangenheit zu brechen. Als unsere Regierung ihre Tätigkeit aufnahm, waren unsere diversen Reserven ganz und gar verschwunden. Wir hatten nicht mal genug Geld, um die wichtigsten Dinge zu importieren, die wir brauchten. Niemand im Ausland war bereit, ihnen Kredite zu geben. Sogar die im Ausland lebenden Inder, die ihr Geld in unseren Banken liegen hätten, ließen es sich auszahlen. Wir befanden uns in einer so schwierigen Situation, dass wir bei der Bank von England Gold hinterlegen müssten, um eine kleine Anleihe zu erhalten. Das war die Situation, die wir geerbt hatten. Es war für Indien eine wirkliche demütigende Situation und wir waren fast entschlossen, ein gesundes Wirtschaftsklima zu schaffen, damit so etwas nie wieder vorkam. Ironischerweise war es die gleiche Kongresspartei, die seit 50 Jahren auf den Sozialismus schwor, die ein neues Kapitel in der Wirtschaft des Landes zu schreiben begann. Fast jede der Fesseln, die das Wachstum des Privatsektors hinderten, fiel. Plötzlich war Indien in den Augen der Welt der neue Riese, mit dem Potenzial der Wirtschaft der Länder der Pazifikregion Konkurrenz zu machen. Zeug der Wirtschaftsreformen von 1991 war, diesen unglaublichen Unternehmergeist, der in unserem Land zu finden ist, anzusapfen und ihn voll zu nutzen, um eine der wettbewerbsfähigsten Wirtschaften der Welt aufzubauen, wie auch eine Gesellschaft voller Mitgefühl. Diese Wagen, die 1995 aus einer aufs modernste ausgerüsteten Fabrik nahe Noida rollten, symbolisierten das neue Gesicht der indischen Wirtschaft. Gemeinsam mit einer Reihe anderer Konkurrenten umwarb DU die ständig wachsende indische Mittelschicht. Historiker vergleichen diese Werbungen mit denen von 1947 in indischen Zeitungen für Fahrräder, von denen die meisten aus importierten Zeilen zusammengebaut wurden. 50 Jahre später, 1997, werden in diesen modernen Fabriken Fahrräder produziert, die in alle Teile der Welt exportiert werden. Ein Dorf nahe Hyderabad, Puchampalli, ist heute auf der ganzen Welt für seine Gewebe berühmt, aus denen Saris entstehen, die einmalig für diesen Landstrich sind. Und in diesen modernen Textilwerken von Ahmedabad werden Jeansstoffe produziert, die die Arvind Mills Werke zum drittgrößten Produzenten der Welt solcher Stoffe machen. In vieler Hinsicht ist die Geschichte von Indiens Wirtschaftswachstum ein festes Gewebe, das aus traditionellen wie modernen Fäden gebildet wird. Mit der Liberalisierung setzte eine neue Phase in Indiens Ökonomie ein.
Liberalisierung heißt aber nicht, dass die Probleme, mit denen das Land zu kämpfen hat, einfach verschwinden oder weggewünscht werden können. Die Politiker und die, die Entscheidungen treffen, sind sich im Klaren, dass auf Armut und Rückständigkeit nach wie vor ein Frontalangriff gestartet werden muss und dass die einzige Wirtschaftspolitik, die von sich behaupten kann, zu funktionieren, eine ist, die allen Bürgern dieses Landes die materiellen Vorteile wirtschaftlichen Fortschritts bringen kann. Vande Mataram. Vande Mataram. Vande Mataram. Vande Mataram. Sujalam Sujalam Malayali Shitalam Shastra Shamalam Mataram Vande. Sujalam Sujalam Malayali Shitalam Shastra Shamalam Mataram Vande. Vande. Vande Mataram. Vande. Vande. Vande Mataram. Vande. Vande. Vande Mataram.